Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal ein Beauty-Video. Wie lange habe ich jetzt kein Beauty-Video mehr gedreht? Also ich bin auch total aufgeregt. Zum einen, weil ich es schon lange nicht mehr gedreht habe. Dann bin ich auch nicht so sonderlich der Pro, was das betrifft. Und vor allen Dingen bin ich aufgeregt, weil meine Freundin Tara neue Produkte rausgebracht hat, mit denen ich mich jetzt geschminkt habe. Also dieser Look ist quasi entstanden. Ich bin deshalb aufgeregt, weil das was ganz, ganz Besonderes ist. Wir haben das hinter den Kulissen mitbekommen, dass Tara eben was Neues rausbringt. Sie war ja extra in Marrakesch, hat dort einen Dreh gehabt quasi mit anderen wunderschönen Frauen, hat ein Image-Video rausgebracht zu ihren Produkten und das Ganze mitzuerleben, mitzufiebern, war halt total aufregend. Noch dazu ist es halt total schön, wenn eine Freundin sowas schafft. Das möchte ich auch super gerne unterstützen. Ich hoffe, dass es mir verzeiht, dass ich mich ein bisschen doof angestellt habe. Liebe Tara, es ist wirklich richtig krass, was du da rausgebracht hast. Ich würde euch raten, das Ganze mal im DM anzuschauen, also von Namen, und das Ganze mal zu swatchen, weil es ist wirklich bombastisch. Also, mich hat dieses Paketchen hier erreicht. Wunderschön in diesem Design mit diesem Diamanten. Das ist klar, Tara, in Gold und in Grau. Alles sehr, sehr schlicht, aber sehr edel gehalten. Und das sind die Produkte. So sieht das aus. Mega, mega krass. Die ganzen Produkte liegen jetzt aber schon hier vor mir. Und es war auch eine wunderschöne Karte noch mit dabei. Dann war dieses goldene Seidenpapier noch mit dabei. Und die Karte, wo ist meine Karte? Wie gesagt, so viel zum Thema professionell. Wartet, ich hole sie mal eben. Moment. Tada, da ist sie. So, das war in meinem Briefumschlag. Hier sehr persönlich. Da steht eben Heidi drauf. Hier so eine Mühe gemacht. Und dann war noch Schleierkraut mit dabei. Das hat allerdings der Liam zerpflückt. Und klar, das ist jetzt ein Blogger-Beauty-Paket, beziehungsweise wir sind ja befreundet. Das ist nochmal anders, aber auch ihr bekommt es super persönlich von der Tara. Und zwar habt ihr auf allen Produkten hier hinten nochmal was ganz Persönliches von der Tara. Sie erklärt euch nochmal das Produkt, beziehungsweise was sie sich dazu gedacht hat. Und die Unterschrift ist auch noch mit drauf. Ach, das ist so, so herzallerliebst gemacht, wirklich. So sieht das Ganze aus. Und ich habe jetzt genug gequatscht. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look hier geschminkt habe, was ich dazu zu sagen habe, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr jetzt mit dabei bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und los geht's. Und an alle Hater, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Pro. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Los geht's. Okay, ich würde sagen, ich starte mit dem Augenlid. Ich fühle mich immer so ein bisschen lost, wenn die Kamera läuft und ich kein Augen-Make-up habe. Und zwar verwende ich logischerweise die Palette von der lieben Tara. Die ist so, so schön und hochwertig. Die Farben sind wirklich bombastisch. Und ich verwende erstmal den hellsten, den hier, um das Augenlid quasi so ein bisschen zu neutralisieren. So, ne, um so ein bisschen die Rötung wegzunehmen. Und dafür verwende ich den Pinsel von der Tara. Das ist allerdings einer aus der letzten Kollektion. Und 2808. Ja, den verwende ich immer. Sehr, sehr gerne. Mega fluffig. Richtig schön. Und als nächstes gehe ich in meinen allerliebsten Farbton. Und zwar nennt er sich Tam Tam Sisters. Das ist mein allerliebster Farbton eben aus dieser Palette. Und zu diesem Farbton hier, TNT nennt er sich, gibt es auch eine kleine Geschichte, so wie zu allen Produkten von der Tara. Die hat mich allerdings sehr bewegt, die Geschichte. Und zwar ist es so, dass Taras Mama schwanger war, als in deren Land Krieg herrschte. Und Tara ist quasi während des Krieges geboren. Und deshalb dieser Farbton TNT eben für, ne, Explosion, für Sprengstoff. Und das ist schon sehr traurig. Also das regt schon zum Nachdenken an. Und das hat mich halt total berührt. Aber gut, jetzt tragen wir mal hier Tam Tam Sisters auf. Das ist so, so ein schöner Farbton. Ihr könnt euch übrigens die Lidschatten auch nass auftragen. Ich habe hier mein Spray, aber ich habe mir das halt bisher immer nur so aufgetragen. Und finde sie halt wirklich so, so schön. Das sind genau meine Farbtöne. Ich meine, schaut euch das mal bitte an, wie das rauskommt. Das ist so, so krass. Und ich habe gesehen, dass die Steffi auch ein richtig schönes Video dazu gemacht hat. Allerdings hat sie andere Farbtöne verwendet, die der Steffi auch super gut stehen. Gut, Steffi ist ja unser Lidschattenmonster. Sie hat eher diese orangefarbenen Töne genommen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich gehe dann halt immer eher auf die Erdtöne. Weil ich finde, dass das
eher so zu mir passt und meins ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Jedenfalls liebe ich diesen Lidschatten. Tam Tam Sisters. Wie krass ist der bitte? Ich liebe ihn. Das ist echt der Wahnsinn. Beauty Pros, die machen sich hier natürlich ein Stück Tesa dran oder machen das mit der Kreditkarte, wie auch immer. Ich mache das hier einfach mit meinem Concealer. Da gehe ich so dran und mache mir eben eine etwas schärfere Kante. So, jetzt übers Display ist es ein bisschen schwierig gerade. Aber ich hoffe, dass das jetzt so passt. Jawohl. So. Und das ist doch der Wahnsinn mit zwei Farbtönen. Also, ja, kein großes Hexenwerk. Ich gehe jetzt gerade nochmal in den helleren Ton. Und zwar in diesen hier. Und gehe quasi unter meinen Augenbrauenbogen, damit das Augenlid nochmal so ein bisschen Highlight bekommt, damit das Auge geöffnet wird, damit man wacher aussieht, wenn das bei mir überhaupt möglich ist. Bei so wenig Schlaf mit einem Baby. So, jetzt trage ich mir noch meinen Eyeliner auf und dann geht's mit dem Blush bzw. mit dem Chocolate Bronzer weiter. Ja, so machen wir's. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher geholt. Jedenfalls Lippenstiftfarbe passt jetzt zum Augen-Make-up natürlich nicht dazu. Mache ich mir jetzt gleich noch einen anderen drauf. Jedenfalls setten wir erstmal das Ganze hier mit dem Puder eben vor der Tara Loose Translucent Powder. Okay, ein kleiner Zungenbrecher. Ich mache mir das hier immer in den Deckel rein und dann gehe ich mit dem Beauty Sponge. Läuft bei mir hier in das Produkt. Natürlich ist jetzt die Reihenfolge nicht ganz optimal, so wie ich es gemacht habe. Wie gesagt, Beauty-Blogger des Grauens. Natürlich nicht. Nach der Foundation settet man das Ganze erst und trägt sich dann Puder drauf oder baked das Ganze, je nachdem. Na, wie man das halt gerne machen möchte. Und ich habe mich jetzt halt nackt vor der Kamera gefühlt, was meine Augen betrifft. Und deshalb habe ich es jetzt in der Reihenfolge gemacht. Ja, also das Puder habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile verwendet. Ich lasse das dann immer erst so eine Weile drauf, bis ich halt mit den Augen fertig bin. Aber das habt ihr ja gerade gesehen, das geht ja auch ultra schnell. Und dann fege ich es quasi weg. Aber in der Zwischenzeit, während es jetzt so schön auf meinem Gesicht wirkt, zeige ich euch noch ganz kurz das Banana Loose Setting Powder. Oh mein Gott. Ja, Heidi, wie gesagt, überlasst es doch lieber mal den anderen. Ne? Also das habe ich auch schon fleißig in Verwendung. So, okay, ich habe jetzt in der Zwischen... Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schnell einen Lippenstift geholt. Also gut, jetzt kommt das wieder weg. Und das ist halt Wahnsinn, weil ihr habt so voll den Weichzeichner-Effekt mit den Produkten. Also sei es jetzt mit dem hier, als auch mit dem Banana-Powder. Das mache ich mir auch hier in den Deckel. Ich habe hier einen großen Pinsel, gehe ich ein bisschen rein, klopfe es ab und dann gehe ich so übers Gesicht. Und das ist halt total schön, weil man bis abends wirklich überhaupt nicht glänzt. Also das ist echt der absolute Wahnsinn. Man muss nicht nachpudern, sondern man ist bis abends schön fresh. Richtig toll, wirklich. Dann wäre das jetzt schon mal soweit ready. Also die Base sozusagen, was man ja eigentlich nach der Foundation macht. Jetzt konturieren wir noch mein Gesicht, auch hier wieder mit dem Pinsel von der Tara. Der sieht so aus.
Und den liebe ich so, so sehr. Und ich gehe hier eben in dieses Produkt hier, eben zum Konturieren. Das ist so, so ein schöner, aschiger Farbton. Vor allen Dingen der Unterton gefällt mir so gut. Klopfe ich auch wieder ein bisschen ab. Mache das nur ganz leicht. Also, das verblende ich dann natürlich noch, klar. Weil ich diese Kanten nicht so mag. Ich habe ja sowieso schon ein eher längliches Gesicht. Und da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ich hätte gern so ein schönes, rundes Gesicht. Aber das kann man leider nicht machen, ne? Bisschen hier an die Schläfen. So, also wie gesagt, das verblende ich jetzt noch. Aber ich trage mir jetzt erst noch den Blush auf. Und zwar den hier. Auch richtig, richtig schön. Der Liam hat es leider in der Hand gehabt, das Produkt. Und deswegen ist es ein bisschen kaputt gegangen. So, also auch wieder abklopfen. Und dann trage ich mir das hier vorne auf. Ich gehe nicht zu weit hinter. Weil es auch wieder ein bisschen gefährlich bei mir ist. So, und dann verblende ich das eben so. Genau. Und gleich kommt mein allerliebstes Produkt. Beziehungsweise, es gibt noch ein Produkt, was ich auch richtig genial finde. Oh Gott, dieser Lippenstift, der stört mich gerade so derartig zu diesem Look. Den machen wir mal runter. Jetzt kommt ein richtig krasses Produkt. Und zwar, dieser Loose Chocolate Bronzer. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet ihn so derartig lieben. Ihr müsst euch den wirklich unbedingt anschauen. Das ist so ein krasses Produkt. So, also nur ein ganz bisschen packe ich hier rein. Damit muss ich auch wirklich vorsichtig sein. So, geh rein. Und jetzt Achtung. Hoffentlich habe ich nicht zu viel verwendet. Das ist so schön, dieses Produkt. Man meint gerade, man wäre irgendwie in der Sonne gewesen. Hätte sich so ein bisschen gebräunt. Nicht zu übertrieben. Das ist so, so ein schöner Farbton. Mega, wirklich. Ist auch gerade dann, wenn die Bräune vom Sommer weggeht. Das ist so schön, das Produkt. Oh mein Gott, ich liebe es wirklich. Hoffentlich geht meins nie leer. Oder ich hole es mir einfach nochmal bei DM. Die Produkte gibt es übrigens bei DM. Falls ihr irgendwas nicht finden solltet, dann schaut gerne online nach. Also das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe gesehen, dass es bei uns schon relativ leer ist. Also der Aufsteller. Ja, also ihr müsst euch ranhalten. So, und jetzt kommt das richtig, richtig mega krasse Produkt hier aus der neuen Kollektion von der Tara. Und zwar ist es der Highlighter. Den trage ich mir hier mit ihrem neuen Pinsel auf. Den gibt es aktuell eben aus dieser Kollektion. Gehe ich jetzt so ein ganz bisschen rein. Den könnte man auch nass auftragen. Wäre auch kein Problem und der ist richtig heftig. Also, so genial. Oh mein Gott. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, man kann es sehen in der Kamera. Und die Tara hat sich Folgendes gedacht. Man könnte das Produkt auch hier auf diesen Knochen auftragen. Sieht jetzt bei mir nicht so schön aus wie bei der Tara. Aber das ist so genial, wie das schimmert. Mega, wirklich mega heftig. Ich verwende hier gerade die ganze Zeit nur so ein ganz kleines bisschen, weil ich Angst habe, dass es zu übertrieben ist. Aber ich verstehe schon, was die Tara damit gemeint hat. Also soweit erstmal dazu. Dann könnte man natürlich auch noch das Augenlid irgendwie aufpimpen für abends zum Beispiel mit dem Farbton hier zum Beispiel. Ne, so. Oder den eben ins Augeninnere geben, in den Augeninnenwinkel, damit das Ganze noch mehr leuchtet. Könnte man auch machen. Man könnte den auch wieder nass auftragen. Dann trage ich mir jetzt noch einen Lippenstift auf. Und dann bin ich eigentlich ready to go, so als Alltags-Make-up. Nichts Übertriebenes. Bisschen Lippenstift noch. So. Eben passend zur Jahreszeit. Also nichts weiter Spektakuläres. Wie gesagt, also für den Alltag, finde ich, ist es ideal geeignet.
Ja, das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also geht gerne mal los in den DM und schaut euch die Produkte live an, live und in Farbe. Bei den Testern könnt ihr ja die Lidschattenpalette zum Beispiel testen. Geht einfach mal rein, schaut nach, wie toll pigmentiert sie sind, wie toll die Farben sind, wie toll sie rauskommen. Macht es euch auf den Handrücken. Es ist wirklich richtig krass. Also diese Palette, ich bin so, so glücklich, dass ich sie habe. Ansonsten wäre ich die erste bei uns im DM gewesen, die sie sich geholt hätte, wenn die Tara mir dieses Paketchen nicht zugeschickt hätte. Dann war es das jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.